Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um Fehler im E-Commerce und zwar um Rabatte am Telefon. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, was haben denn Rabatte am Telefon mit E-Commerce zu tun? Das machen wir doch schon immer? Ja, natürlich. Und genau das ist der Fehler. Rabatte am Telefon. Der Kunde fragt, ja, was geht denn da noch? Kann man da noch was machen? Und nach etwas Raunen sagt der Sachbearbeiter, ja gut, also 2% sind schon noch drin. Was sagen Sie dem Kunden denn damit? Wenn du online kaufst, bist du ein Idiot. Weil dann bekommst du die 2% nicht. Und genau so werden sich Ihre Kunden dann auch verhalten. Sie kaufen nicht online, weil am Telefon gibt es nochmal Rabatt. Deswegen, wenn Sie Erfolg im E-Commerce haben wollen, gibt es keine Rabatte am Telefon ohne Grund. Natürlich, das Objektangebot über 20.000 Stück, der große Auftrag, die Wiedergutmachung nach irgendeinem riesen Fiasko mit einem Kunden und. Es gibt sicherlich immer noch ganz viele Gründe, warum es bei speziellen Aufträgen noch zu Rabatten kommen kann. Aber es darf nicht sein, dass ein einfacher Anruf, eine Nachfrage, ja, was geht denn da noch, was können wir da noch machen, zu einem auftragsindividuellen Rabatt führt. Wenn Ihr Preissystem nicht funktioniert, wenn Ihr Preissystem nicht passt und Sie dem Kunden Rabatt geben müssen, weil Sie sonst nicht verkaufen, bringen Sie Ihr Preissystem in Ordnung. Aber hören Sie auf, Rabatte am Telefon auftragsbezogen zu vergeben. Dann werden Ihre Kunden nicht online kaufen. Das ist ganz einfach. So. Wie kann man das Ganze in den Griff bekommen? Zunächst, ganz wichtig, Vertrieb mit ins Boot holen, klar machen, keine Rabatte ohne Grund. Man kann das Ganze analysieren, viele ERP-Systeme vermerken das, wenn auftragsbezogen Preise geändert werden. Das heißt, man kann das dann auswerten und schauen, wie viele Aufträge erfassen wir und in wie vielen Aufträgen wurde individuell der Preis abgeändert. Wenn Sie da eine zu hohe Quote haben, müssen Sie an Ihr Preissystem ran und müssen an den Vertrieb ran, müssen da schulen und das Ganze in Ordnung bringen. Denn ein normaler Auftrag mit normalen Mengen muss zu hinterlegten Konditionen abgewickelt werden können. Ansonsten wird Ihr Online-Shop nicht funktionieren, weil die Kunden dort nicht kaufen, weil sie dann zu viel bezahlen. Und die Kunden sind nicht dumm. Ja, und dementsprechend Rabatte am Telefon sind ein Riesenfehler im E-Commerce. Thank you.